Nachhaltig dabei sein, so lautete das Motto des diesjährigen Jugendkongresses, der bereits zum vierten Mal auf der Thüringer Feuerkuppe unter Leitung des Beirates für nachhaltige Entwicklung vom 12. bis zum 14. Oktober 2012 stattfand. Angemeldet hatten sich auch in diesem Jahr über 80 Jugendliche, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren und selbst aktiv werden wollen. Erfahren habe ich von dem Thema über einen Flyer zum ersten Jugendkongress, der damals noch in Erfurt stattfand, der in unserer Schule auslag. Nachhaltigkeit bedeutet für mich zuallererst, dass die Leute, die heute etwas zu entscheiden haben, ihre Entscheidungen so fällen, dass sie dann auch für die Jugend und für die nächste Generation. Einige Mitglieder des Nachhaltigkeitsbeirates, der 2009 unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht ins Leben gerufen wurde, umrahmten die Auftaktveranstaltung Open Space mit Impulsvorträgen und stimmten die jungen Teilnehmer auf den Workshop ein. Zum Beispiel, wie kann Jugend Nachhaltigkeit umsetzen? Oder wie kann das Dorf damit umgehen, dass dort ein Flugplatz gebaut werden soll? Das ist so klassische Methoden, wo man Open Space dann zur Anwendung bringen kann. Im Open Space wurden gemeinsam erste mögliche Themenbereiche für die Arbeitsgruppen entwickelt. Im Anschluss bildeten sich Gruppen, die die unterschiedlichen Fragestellungen auf ganz verschiedene Art und Weise bearbeiteten. Wir haben schon den Aushang vorbereitet, den macht er dann auch daheim an seinem Laptop morgen. War seine Idee, Text haben wir zusammengeschrieben, ja. Überschrift und hoffen, dass es ein Erfolg wird. Ne? Ja. Neben konkreten Projekten der Schüler ging es um regenerative Energie, Klima, Bildung und gesundes Leben. Außerdem stand der Umgang mit natürlichen Ressourcen, der Themenbereich Rio 20+ und der Programmschwerpunkt Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie auf der Agenda. Einen Überblick über die Aktivitäten der Arbeitsgruppen gaben die traditionell stattfindenden Abendnachrichten. Danach sorgte die lange Kinonacht mit einem prämierten Film des Kindermedienfestivals Goldener Spatz für gute Unterhaltung. Wir haben den Film gezeigt, Mia und der Minotaurus, und es war auch der Regisseur da. Am zweiten Tag begann gleich nach dem Frühstück die Arbeit in den verschiedenen Workshops. Dabei wurden die Jugendlichen von Profis der Medienbranche begleitet und konnten so auch praktische Erfahrungen sammeln. In unserer Gruppe haben wir einen Song gestaltet, einen Song geschrieben, der sich mit Nachhaltigkeit befasst. Sprich alles, was Strom angeht, Umweltschutz angeht. Auch wenn es schwierig ist, auch du kannst etwas ändern. Sei kein Ego. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Leider läuft es so auf deutschen Straßen. Innerhalb kurzer Zeit entstanden so Texte für einen Rap-Song, ein kleiner Film und sogar erste Ideen für ein neues Erscheinungsbild des Jugendforums. Alles in allem bot der vierte Jugendkongress auch in diesem Jahr wieder einen kreativen Raum für Kinder und Jugendliche, die sich mit Begeisterung für eine nachhaltige Lebensweise und unsere Zukunft engagieren.